Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Ankündigungsvideo. Und zwar soll es heute um die Pen and Paper News gehen. Die sind neu, relativ neu. Die hatten jetzt vor kurzem ihren ersten Geburtstag, sind jetzt also ins Leben gerufen worden, also den nullten Geburtstag, wenn man so sagen möchte. Und das ist eine Abspaltung, das kann man tatsächlich so sagen, von den DSA News, wo dann nur über DSA-Produkte geredet worden ist. Und hier reden wir jetzt in einem größeren Redaktionsteam über eigentlich alles zu Pen and Paper. Aber allerdings, das könnt ihr hier auch schon sehen, wer ein bisschen aufmerksam ist, der kann dann eben auch sehen, dass es dann auch teilweise um Kartenspiele geht, oder Brettspiele, je nachdem, wie da unsere Auslastung in der Redaktion ist. Und ja, dementsprechend sammeln wir dann verschiedenste Links gemeinsam in einer großen Webwatch, wo dann ja, verschiedenste Links dann zu Videos aus YouTube sind oder Podcast oder irgendwelchen Blogs, die dann hier gesammelt werden. Und ja, die bereiten wir so ein bisschen auf und hübschen das so ein bisschen und thematisieren das und tragen dann aus Facebook, aus Instagram, aus Twitter, egal wo dann diese ganzen Verlege und auch die Blogger, die Autoren sind. Die finden wir und tragen das dann alles gebündelt hier dann zusammen. Das heißt, ihr, wenn ihr selber dann zum Beispiel auch gar keinen Facebook-Account habt und dann da gar nicht nachgucken könnt oder auch wollt, was ich komplett nachvollziehen kann, dann könnt ihr euch hier dann eben unabhängig davon eure News organisieren, wenn ihr dann also up to date bleiben wollt. Wie gesagt, es geht dann eben auch für Kartenspiele, alles, was so ein bisschen dann den Nerd-Kram betrifft. Ihr könnt euch dann hier auch einmal oben rechts die Pen and Paper News ansehen. Da gibt es noch so einen kleinen Artikel über uns. Wer sind wir eigentlich? Welche Redaktion steht denn da im Hintergrund? Kennt man uns? Das könnte man sich jetzt nochmal ansehen. Oder ihr könntet dann auch zu uns auf den Discord-Server kommen und euch teilweise auch bewerben, wenn ihr mögt. Also einfach da dann mal, wenn ihr meint, dass ihr eine eigene Ader dafür habt zum Lektorieren, zum Zusammentragen von News oder was auch immer dann eben ansteht, das könnt ihr euch dann ja alles nochmal ansehen, beziehungsweise einmal fragen in einer Bewerbung. Da meldet euch dann einfach bei uns. Ja, ihr könnt euch da dann bei uns connecten und auch gemeinsam mit uns schreiben. Die ein oder anderen waren vielleicht schon mal auf dem Discord. Der stammt nämlich aus dem ehemaligen DSA-Forum, wurde jetzt allerdings umbenannt. Wenn ihr nur bestimmte Sachen sucht, dann einfach hier in dem Genre suchen. Könnt ihr dann auch noch die Brettspiele, könnt ihr dann komplett ignorieren, wenn euch das nicht interessiert. Oder wenn ihr das dann schon bei den Teilzeithelden dann euch ansehen wollt, was natürlich auch okay ist. Das sind auch Freunde von uns, also das ist jetzt kein Konkurrenzprodukt, sondern wir existieren nebeneinander, ohne dass wir da jetzt irgendwie uns bedroht fühlen oder die anderen bedrohen. Nee, nee, wir machen auch Querverlinkung, das heißt, wir nehmen auch Posts von den Teilzeithelden mit in unser Repertoire auf. Ja, ansonsten auch wenn euch nur Fantasy interessiert, Schwarze Auge, könnt ihr natürlich dann auch nur auf die DSA News zugreifen. Aber ansonsten Call of Cthulhu, Hexen, Vampire, was für Kinder geeignet ist. Da hat ja auch der Uhrwerk vor kurzem einen neuen Kickstarter gebracht. Und ja, wir haben hier natürlich auch die Rocket Beans. Auch über die berichten wir. Und ja, ihr könnt euch einfach mal ein bisschen umsehen. Könnt euch dann hier verschiedenste Artikel oder so ansehen, wenn euch daran gelegen ist. Ihr könnt hier auch dann die Glocke anmachen für Push-Nachrichten. Die könnt ihr auf der unteren linken Seite finden. Die ist bei mir jetzt hier gerade einfach aufgrund des Bildschirmausschnittes ist die nicht mehr angezeigt. Aber die werdet ihr dann bei euch auf der Internetseite finden. Ja, ansonsten seht euch selber so ein bisschen um, was euch so interessiert, ob euch Crowdfundings interessiert oder irgendwelche Convention-Berichte, werdet ihr hier alles finden. Ihr könnt auch selber News einreichen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr irgendwo einen Link gefunden habt, den wir noch nicht auf unserem Kasten hatten, dann könntet ihr die hier auch dann als Gastbeitrag einreichen oder auch schreiben. Also entweder News oder einen ganz eigenen Beitrag dann dazu. Das wäre möglich. Ja, schaut euch die Seite einfach mal an. Sollte eigentlich ziemlich selbsterklärend sein, aber ich wollte sie euch hier in diesem Rahmen einfach nochmal vorstellen, weil sie neu ist, weil sie jetzt vor kurzem entstanden ist. Ja, damit ganz herzlich willkommen in der Pen and Paper Welt. Auf eine schöne Zeit, Pen and Paper News. Damit bin ich auch fertig. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass es jetzt einen Ableger von den DSA News gibt. Und ja, mein Auftrag ist erfüllt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.